Okay, ich würde an der Stelle gerne mit euch ein Spiel spielen. Wir zählen auf, woran wir uns aus dem Film Waterworld erinnern. Ich fange an. Kevin Costner trinkt seine eigene Pisse. Ihr seid dran. Nein, das Monkey von Dennis Hopper war aus Super Mario Brothers. Das zählt nicht. Und ganz ehrlich, auch wenn das jetzt nur eine Premiere und eigentlich eine Aufzeichnung ist und ich den Live-Chat, der neben dem Video mitläuft, gar nicht sehe, weiß ich, dass wahrscheinlich nicht wirklich viel gekommen ist, weil die Tatsache, dass Kevin Costner seine eigene Pisse trinkt, ist tatsächlich wahrscheinlich das Einzige, woran wir uns alle an Waterworld erinnern. Es ist auch die Eröffnungsszene und wahrscheinlich so ziemlich das, was viele als Einziges von diesem Film gesehen haben, dass sie nachher sich dazu entschieden haben, abzudrehen. Waterworld ist aber trotzdem ein absoluter so bad it's good Kultfilm geworden. Einer der größten Box-Office-Bombs, die Universal Pictures jemals produziert haben. Aber eben dadurch, dass der Film dann auf dem Heimkinomarkt und vor allem in den letzten Jahren eine Fangemeinde für sich gewinnen konnte, hat dazu geführt, dass sich Arrow Video jetzt des Titels angenommen hat und eine, muss man wirklich sagen, hoppala, Ultimate Edition zusammengestellt hat. Wir erfahren eben hier einige wahre und einige unwahre Sachen, eben beispielsweise the most expensive film ever made at the time of its release. Das stimmt. Waterworld has thrilled audiences through the years. Weniger. Aber egal, wir bekommen bei dieser Edition tatsächlich etwas absolut Geniales. Es handelt sich nämlich um ein 3-Disc-Set. Wir finden auf der ersten Disc einmal die ganz normale Kinofassung des Films mit einigen neuen Features, unter anderem einem Making-of in Spielfilmlänge. Außerdem gibt es den 40 Minuten längeren Extended amerikanischen TV-Cut, den ebenfalls in Full HD, und dann außerdem noch den europäischen Ulysses Cut. Also insgesamt 3 Fassungen mit 135, 176 und 178 Minuten Laufzeit. Das ist, finde ich, wieder mal ein Set, wo Arrow Video aus den Vollen geschöpft hat. Jetzt allerdings möchte ich dieses Backcover-Blatt entfernen, damit wir uns einmal das eigentliche Cover und das Package anschauen können. Und da hat Arrow Video, finde ich, ein absolut geniales Motiv, so ein kleines bisschen im Drew Struzan-Look geschaffen, mit Costner, Hopper und anderen Charakteren. Sieht das Ganze eigentlich wirklich sehr, sehr schön aus, eben mit diesem Finish, ein bisschen zeitungspapiermäßig. Einfach alles ultra matt, ist das wirklich schick gelungen mit hier, hoppala, dem Sonnenuntergangsdesign auf der Rückseite. Drinnen dann in diesem wieder mal absolut stabilen Schuber, das muss man Arrow Video ja wirklich zugute halten, was die hier für eine Schuberqualität bieten, finden wir natürlich einerseits das Keep Case mit tatsächlich diesmal einem ganz leicht durchschimmernden Backcover-Design sogar hier, wobei mir das damals noch gar nicht aufgefallen ist, demselben Artwork grundsätzlich auf dem Keep Case, aber eben drinnen einmal eine Blu-ray mit der Kinofassung, dann eine Blu-ray mit dem amerikanischen TV-Cut und eben dem Ulysses-Cut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auf allen 3 Blu-rays dasselbe drauf ist. Allerdings handelt es sich bei den Discs 2 und 3 um ein Limited Edition Exclusive. Das heißt, falls Sie den Titel irgendwann einmal neu auflegen, dann nur als Single Disc Release mit der Original Kinofassung. Wendecover gibt es diesmal dieses eigentlich recht klassische Motiv zu dem Film. Ist eigentlich, wirkt trotzdem total ungewohnt, so einen Film in der Arrow Video Collection zu sehen. Ich weiß nicht. Sie haben zwar eben auch schon einige modernere Filme gebracht, wie eben zum Beispiel auch Crimson Peak von Guillermo del Toro, aber trotzdem ist das irgendwie the odd one of the bunch. Ich weiß es nicht. Der passt irgendwie einerseits gar nicht ins, ins Programm von Arrow Video, andererseits aber eben durch seinen Kultstatus passt er extrem geil ins Programm von Arrow Video. Hinten auf den Aushängefotos überall dasselbe. Dafür haben wir hier einige, ich muss mir den nochmal anschauen, echt.
Einige coole Motive aus dem Film, es ist herrlich. Ja, da ist er ja. Wahnsinnig cool eigentlich gelungen, aber was wir ebenfalls noch mit dazu bekommen, ist, sobald wir das hier verpackt haben und den Verschleiß ausgebügelt haben, ist ein Poster mit auf der einen Seite dem klassischen, glaube ich, einem der klassischen Kinoplakate, was eben auf den Aushangfotos hinten drauf war und auf der Rückseite dann dem neuen. Das sieht echt nicht gut aus. Das ist eher so eine Art Cartoon-Version von Kevin Costner. Bist du deppert, ist das grauslich. egal wie wir es drehen und wenden, es sieht einfach schauderhaft aus. sogar so wirkt es irgendwie wie so ein ganz billiges 3D-Lentiki oder la la la, ich bin ein 3D-Foto von Facebook. auf jeden Fall. Richtig gibt's das natürlich auch. Mit eben dem neuen Motiv. herrlich. Nein, und keine Sorge, meinen Humor werde ich nie verlieren. Außerdem mit dabei noch ein klitzekleines Buchlettel mit diesem Motiv vorne drauf. Im Booklet mit dem Umfang von über 50 Seiten, diesmal halt wieder ein bisschen dickeres Papier verwendet, damit das Ganze ein bisschen hochwertiger erscheint. Texte sehr schön gestaltet, finde ich perfekt gemacht. Auch irgendwie sehr schön, so dieser alte Seemannslook mit diesem zerknitterten, vergilbten Papier im Hintergrund. Sehr schöne Zeichnungen, hoppala, und Skizzen mit dabei. Das ist wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Und natürlich das Großartige. Wer kennt's nicht? Waterworld on Virtual Boy. Waterworld on Virtual Boy. Und für alle, die diese Reference nicht checken, schade. Wir haben da ein cooles Paket, auf jeden Fall ein wirklich genialer Release und man muss echt sagen, auch wenn der Film tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig brillant ist, ein Film, der es sich absolut verdient hat, einmal eine wirklich geile Special Edition zu bekommen und das hat er mit diesem Release von Arrow Video allemal.